Erik Ahrens, der vermeintliche Kopf hinter der Social-Media-Strategie der AfD und Vollzeit-Rechtsextremist, ist in einen neuen Skandal verwickelt. Und dieser ist so gewaltig, dass ich bei meiner Recherche mehrfach Pause machen musste und mit anderen Leuten darüber reden musste, nur um es irgendwie darauf klarzukommen. Denn die Plattform Hope Not Hate hat etwas geschafft, was wohl vergleichbar ist mit der Korrektivreportage Anfang dieses Jahres. Sie hat ein geheimes Netzwerk und eine Firma auffliegen lassen, die eugenische Forschung, also Rassenlehre, als Politik fördern will. Finanziert von einem amerikanischen Multimillionär. Und Ahrens, der ist da nicht nur dabei, sondern mittendrin. Und mit ihm zusammen fantasieren vor versteckter Kamera Faschisten und Neonazis aus der ganzen Welt von einem neuen Ethnostaat nur für weiße Menschen. Und das Mittel dafür soll die AfD dienen. Puh. Genau. Rassisten, Faschisten und Neonazis sitzen zusammen in einem Hotel und besprechen, wie sie mit Hilfe der AfD einen weißen Staat erzeugen können. Und mittendrin ist eben Erik Ahrens, der sich bei der Konferenz Erik Schmidt nennt. Hier ein kurzer Ausschnitt. To introduce myself, my name is Erik Schmidt and I work for the Alternative für Deutschland, for the Alternative for Germany Party as a consultant. My fundamental question and the question of the organization that I'm working with and that Ed is working with too and that has hosted this event together with is how can these two things come together? How can we actually make this synthesis happen where ideas meet power? And I am I'm certain that many of you are aware, especially having watched many of Mr. Dutton's videos, that the universities, the elite networks, used to be where a society, where Western European, where white society used to produce such elites who are capable of exerting power on this problem. And the whole Western world, this lack of a true elite, has been perceived. And so the organization which Ed and I am working with is taking more concrete steps towards the establishment of such an elite. Europa mangelt es an einer echten Elite, sagt Ahrens. Und er meint hier in diesem Kontext natürlich eine weiße Elite. Und dafür ist jetzt eben das Ziel, dass rassistische Lehren, rassistische Ideen wieder zurück in die Bildungsinstitutionen ihren Weg finden. Dazu aber jetzt gleich nochmal ganz kurz mehr. Weil wir kurz noch über die Organisation sprechen müssen, die hier Ahrens mehrfach erwähnt und für die er arbeiten will. Bei dieser handelt es sich um die HDF. Und ich weiß, in Deutschland ist das eine Abkürzung für einen Satz, den man Ahrens gerne laut zurufen möchte. Halt deine Fresse! Aber diese drei Buchstaben stehen auch für die Human Diversity Foundation. Diese hieß früher The Pioneer Fund, gab sich jedoch ein Rebranding, als bekannt wurde, dass die Organisation sich mit Rassenlehre beschäftigt und enge Kontakte zu Neonazis hatte. Finanziert wird das Ganze still und heimlich von einem Millionär aus den USA mit dem Namen Andrew Conroe. Und daraus machen führende Köpfe des HDF wie Matthew Frost gar kein Geheimnis. That's a great question. Yeah. Andrew Conroe, he made his money through a service called Adult Friend Finder. It was a first attempt to it's just one of these people, right place, right time, went to Stanford. Conroe, wie ihr gehört habt, hat sein Geld mit der App Adult Friend Finder gemacht. Wenn man nett sein will, könnte man sagen, das ist eine Kontaktbörse. Wenn man weniger nett sein will, könnte man sagen, es ist eine Fremdgeh-App. Steht euch frei, wie ihr das jetzt bezeichnen wollt. Und ich sage jetzt gleich noch ein paar Sätze zu Matthew Frost, keine Angst. Daher aber jetzt noch ganz kurz. Ihr seht, ich nutze hier eben Material, welches Hope Not Hate aufgenommen hat und teilweise auf ihre Homepage zur Verfügung gestellt hat. Und ich sage es gerne nochmal. Diese Arbeit, die hier geleistet wurde, kann man nicht hoch genug loben. Und ohne diese Arbeit würden wir heute halt auch nicht darüber reden. Also, Respekt und aller Dank an Hope Not Hate. Okay, Matthew Frost. Der ist der Kopf hinter einem Online-Medium mit dem Namen Aporia. Das ist im Kern ein etwas versteckter Blog im Internet, welcher sehr deutlich die Rassenlehre propagiert. Davon träumt, eine neue weiße Elite heranzuziehen und Frauen wieder zurück in die Rolle als Hausfrau und Mutter, vor allem als Mutter vieler weißer Kinder, zwingen will. Ich habe mir ein paar der Artikel durchgelesen und ich bin mir sehr sicher, einige haben entweder Erik Ahrens stark beeinflusst oder stammen von ihm. Weil dieses, ich muss es so deutlich sagen, Nazi-Gewäsch, das findet man so eins zu eins auch immer bei seinen Texten. Wir haben in einem langen Video über ihn gesprochen und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr einen Blick in die Gedankenwelt von Ahrens werfen wollt, schaut es euch an.
Und der Erik Ahrens, der ist eben unter den Nazis sehr geschätzt. Wie es auch der Rassenlehre-Fanatiker Forster in einem heimlich gefilmten Gespräch sagt. Es gibt eine Chance, dass wir den nächsten Okay, und jetzt alle mal kurz den leichten Schauder abstreifen, den ihr hoffentlich auch habt. Stellt ihn nämlich euch mal vor, den neuen deutschen Staat unter Führung der AfD. Anhänger der Rassenlehre setzen eben auf die Partei in Deutschland, um unter dem Begriff der Remigration ihre Träume von einem Ethno-Superstaat der Rassenlehre und der Weißen umzusetzen. Und Erik Ahrens, der eben hier als große Nummer in der AfD bezeichnet wird, soll daran einen großen Anteil haben. Heute streitet Ahrens zwar ab, im Namen der AfD gesprochen zu haben, aber bei seinem heimlich gefilmten Vortrag hier stellt er sich halt selbst als Consultant, also als Berater der AfD, vor. To introduce myself, my name is Eric Schmidt and I work for the Alternative for Deutschland, for the Alternative for Germany Party as a consultant. Und laut Hope Not Hate formuliert es Ahrens sogar noch deutlicher. So soll er den Vergleich zum Staat Israel gezogen haben. Das Land sei in seiner Ansicht eben ein Rückzugsort für Juden auf der ganzen Welt. Und Deutschland könnte die Heimstätte und das Machtzentrum einer Weisen, die Amerikaner sagen Rasse, wir sagen wohl Ethnie, sein. Und diese Heimat einer rein weißen Bevölkerung, um die zu schaffen, basierend auf einer pseudowissenschaftlichen Rassenlehre und des Rassismus, ja, das ist das Ziel der HDF. Und dafür gibt es auch ein Organigramm, welches die Köpfe hinter der Nazi-Organisation auch bereitwillig mit den Hope-Not-Hate-Aktivisten geteilt haben, weil der sich natürlich als reicher Erbe ausgab, der gerne in das rechtsextreme Projekt investieren würde. Und Geld öffnet viele Türen. Die Aktivisten haben das Ganze gescreenshottet und dort sieht man, dass die HDF in mehrere Teile aufgeteilt werden soll. Primär in Research, also Forschung, und in Media. Den Bereich Forschung leitet dabei Emil Kierkegaard, ein dänischer Linguist, der unter anderem Paper geschrieben hat über die unterschiedliche Größe von Hoden, von Weißen und Schwarzen oder über den IQ von Einwanderern. Kierkegaard lebt nach eigenen Angaben bereits seit einiger Zeit in Deutschland auf dem Grundstück eines AfD-Politikers und er soll laut Recherchen des Spiegels auch öfters auf dem Gelände des Landhotels Adlon in Potsdam gesehen worden sein. Und für alle, die jetzt die Ohren gespitzt haben, Genau. Es ist genau dieses Hotel, in dem das sogenannte Geheimtreffen gegen Deutschland stattgefunden hat, welches Millionen Menschen zu Protesten gegen die AfD auf die Straßen gebracht hat. Kierkegaard will aber bei diesem Geheimtreffen nicht dabei gewesen sein. Ahrens selbst ist eben sehr gut vernetzt in der AfD und hat Kontakt zu eigentlich allen, die irgendwie Rechtsextreme sind oder es gerne wären. Über die komplette Führungstruppe der Jungen Alternative für Deutschland, die eben bundesweit als verfassungsfeindlich gilt, über Leute wie Dennis Holoch bis eben zu Maximilian Krah. Als Ahrens aber jetzt kürzlich ein Tutorial veröffentlichte, wie man Videos im Sinne der AfD fälschen kann, wandte sich zumindest die identitäre Bewegung öffentlich von ihm ab. Zur Erinnerung, das war diese ekelhafte Nummer von ihm. Also weil viele Leute so begeistert sind von diesen Deutschland braucht die AfD-Tanzvideos, zeige ich euch jetzt mal, wie man die ganz einfach selber faked und dann könnt ihr auch das Internet damit vollscheißen. Also ihr sucht euch einfach hier auf YouTube ein Video von irgendeinem tanzenden Mädchen, zum Beispiel das hier. Das ist ganz gut, weil die da nicht singt. Wenn die singen würde, wäre es dumm mit den Lippen, dann merkt man eher, dass das fake ist. Das heißt, da kopieren wir jetzt einfach den Link raus und dann öffnet ihr Telegram. Da habe ich schon ein anderes Video heruntergeladen. YouTube Downloader, ja, also das ist ein Bot, den könnt ihr bei Telegram finden. Da sucht ihr einfach nach YouTube Downloader und dann postet ihr den Link da rein. Und es gibt halt diesen AfD, Deutschland braucht die AfD-Song auch auf YouTube, habe ich auch schon heruntergeladen, auch als Video, weil jetzt gleich kommt es, bei CapCut können wir einfach ein Video einspeisen und dann von dem Video das Audio nehmen und dann haben wir das Lied. So, und jetzt haben wir die Audiospur, hier fängt es an, da geht's ab. Das heißt, das schneiden wir mal dahin zurecht. Jetzt gucken wir mal, wann das Mädchen beim Tanzen so abgeht. Hier ungefähr. Das heißt, das muss dann so einfach gelegt werden. Zack. Und dann sieht das so aus. So. Ich würde es einfach hier so quasi mittendrin abschneiden, dann wirkt es authentischer. Das glauben schon die Leute. Also das könnt ihr bei TikTok hochladen, das könnt ihr bei X hochladen. Das reicht schon. Ja, und wenn du genug solche Videos auf deinem Account hochlädst, auf einem neuen Account, auf einem neuen Gerät, das Gerät darf nicht, wie alle meine Geräte,
eingeschränkt sein von TikTok, darf noch nicht bekannt sein als jetzt TikTok-Guerilla-Account oder sowas, aber wenn du einen neuen Account auf einem neuen Gerät hast und du machst einfach solche Tanzvideos, lädst die hoch, machst da irgendwelche AfD-Schriftzüge drauf, ja, dann kriegst du viel Reichweite. Das kannst du jetzt oben exportieren und dann kannst du es überall posten. Ja, wenn man hier mal zuscheißen müsste. Echt wahr. Aber gut, der Ahrens, der hat davon wohl inzwischen genug im Schädel für 10 Lebzeiten. Denn Ahrens verwickelt sich halt immer weiter in Gespräche mit dem falschen Investor. Erzählt ihm von einer neuen Organisation, die er aus der HDF heraus gründen möchte. Diese nennt er Neo-Byzantium, also Neues Byzanz. Das ist übrigens der Name für das damalige Ostrom mit der damaligen Hauptstadt Konstantinopel, heute Istanbul. Das ist aber auch der gleiche Shit, den Ahrens halt immer labert. Stell dir vor... Ja, aber wisst ihr was? Ich lese euch einen kurzen Absatz aus einem wirklich sehr guten Spiegelartikel eben darüber vor. Der Spiegel hat das Material von Hobbs & Haight ebenfalls bekommen, wie der Guardian aus England zum Beispiel. Der Text geht so. Einen guten Monat später, beim Abendessen in Griechenland, sagt Ahrens dann genauer, was er offenbar meint. Stell dir vor, 50 Jungs, erzählt er, boxen, schießen. Es gäbe Gruppen, an denen er sich orientieren wolle, etwa an der Jungen Tat, einer Neonazi-Aktivistengruppe aus der Schweiz, die auch Kampfsport betreibt. Er zeigt ein Video von einem Boxtraining auf einer Wiese. Persönlich vernetzt sei er mit den Swabians, sagt Ahrens auf Englisch. Das sind meine Freunde. Er meint offenbar die wackeren Schwaben, eine Absplitterung der identitären Bewegung. Als Frost scherzhaft von einer Art identitären Antifa spricht, korrigiert Ahrens. Nicht Antifa, nur FA, also Faschisten. Sie hätten mit ihren Aktionen ein Flüchtlingsheim verhindert, erklärt er stolz. Nur FA. Faschisten. Super, Erik. Super. Ich sag's ja immer wieder. Entweder ist man gegen Faschisten oder nicht. Hat nichts mit Parteien oder Wahlprogrammen zu tun. Aber bin ich so alt? Weil ich bin mit dem Spruch kein Bock auf Nazis aufgewachsen. Und damals war es echt komplett normal, Nazis scheiße zu finden. Egal, ob man halt CSU, SPD oder gar nicht gewählt hat. Voll uncool inzwischen, dass man halt gegen Nazis ist, oder? Krass. Weiter schwärmt Ahrens im Artikel noch über die SS, welche ja die Elite gewesen sei. Und sowas würde er gerne wieder aufbauen. Und dass er jetzt eben all in gehen wolle. Er sagt, wir leben jetzt für die Rasse. Aber ich habe es in meinem Video über Ahrens ja bereits gesagt. Man muss diesem Mann auch wirklich dankbar sein. Weil Ahrens ist so ein krasser Neonazi. Der verschreckt sogar andere Neonazis. So verkündete zum Beispiel der Millionär und Förderer der HDF, Andrew Conru, dass er die Förderung und die Beziehung zum HDF abbrechen wird und andere Spenden auch unter die Lupe nehmen wird. Der Grund? Die Beziehung des HDF zu Erik Ahrens, bei dem seine Beteiligung zeige, laut Conru, wie weit die Organisation von seinen Gründungsgedanken inzwischen seit abgewichen sei. Ja, und das muss man sich erstmal vorstellen. Eine Nazi-Firma, die die Rassenlehre wieder publik machen will. Die ein weißes Europa mit Deutschland als Keimzelle errichten will, finanziert von einem wirklich fragwürdigen Millionär, verliert dessen Unterstützung, weil Erik Ahrens selbst diesem Typen ein zu krasser Nazi ist. Den Scheiß kannst du dir doch nicht mehr ausdenken. Wirklich nicht. Und ein Beleg für seinen Wahnsinn gibt besonders eine Textstelle im sehr guten Dossier von Hobbs & Haight wieder. Die geht so. Ahrens sieht eine große Rolle für sich selbst darin. Meine Vision ist es, eines Tages in Deutschland zu kandidieren. Auf Trump ähnliche Weise, sagt er. Es ist seit 100 Jahren nicht mehr vorgekommen, eine populistische Bewegung um eine Person herum aufzubauen. Ich habe gesucht, wer diese Person sein könnte. Und wahrscheinlich muss ich selbst diese Rolle übernehmen. Er fügte hinzu, um das zu tun, muss ich mich natürlich weiterentwickeln und sowohl finanziell als auch politisch unabhängig von einer Partei sein. Ich möchte in der Lage sein, wenn die deutsche Regierung unausweichlich gegen mich vorgeht, weil sie nicht will, dass das passiert, ein internationales Netzwerk zu haben, das in verschiedenen Ländern Einnahmen generiert, sodass, wenn ein Stammbein wegfällt, noch 5 andere bleiben, auf denen ich wie eine Spinne oder ein Oktopus stehen kann. Oh Gott, jetzt habe ich mir Erik Ahrens als Spinne vorgestellt. Oh, ey, Ahrens, wirklich, ich kann langsam diese Scheiße nicht mehr. Aber es wird halt immer noch mehr und mehr, denn Ahrens sprach auch vor dem Undercover-Filmer von einem Werbenetzwerk, welches vor allem YouTube nutzen solle, um rechtsextreme Positionen und AfD-Inhalte zu pushen. Zitat weiter aus dem Dossier. Sobald du das Werbenetzwerk bist, sobald du ihnen diese Produktplatzierungen zur Verfügung stellst, kannst du im Grunde die Agenda bestimmen. Stell dir vor, du könntest 10 bis 15 rechtsgerichteten YouTubern sagen, über Thema X zu sprechen oder positiv über Politiker Y zu berichten. Das ist genau das, was wir gerade in Deutschland machen. Wenn ich sie in Position gebracht habe, wenn wir alle deutschen YouTuber kontrollieren, können wir einen Politiker aufbauen oder zerstören. Wir können die Agenda setzen.
Das ist ein sehr, sehr großer Hebel. Ja, und dankbarerweise hat ja bereits Korrektiv über diese Ahrens-AfD-Werbenetzwerke schon gesprochen. Und dort tauchen bereits bekannte Namen auf, die bereits scheinbar von der AfD mehr oder weniger gesteuert werden. Darunter sind YouTuber wie der Ketzer der Neuzeit, Axel Ost-West, Jasmin Kosubek, Clownswelt oder Boris Morgenstern. Und einer der großen Sponsoren ist unter anderem Blitzwissen. Das ist ein Blinkist für Nazis, welches rechtsextreme Schriften zusammenfasst. Und wisst ihr, wer bei Blitzwissen federführend ist? Ja, genau, Erik Ahrens. Also, ich bin ja jetzt wirklich nur ein ganz kleiner YouTuber, der das jetzt schon viel zu lange macht, um noch geistig gesund zu sein. Und ich stinke ja wirklich ab gegen diese ganzen riesigen Hass-Influencer. Aber ich hab's euch doch gesagt. Ich sag das seit Jahren. Und das jetzt mal aussprechen zu können und Recht zu haben, das tut auch mal gut. Wow, einfach. Ey, meine Fresse. Und es ist wirklich diese von Ahrens erwähnte Krake. Denn der Neonazi nimmt selbst oder mit Hilfe rechter Geschäftsleute Einfluss auf YouTuber mit großer Reichweite, um seine Botschaften zu verbreiten. Pro AfD, pro Remigration. Und irgendwann steht sicherlich auch die Rassenlehre mal auf dem Zettel. Aber Ahrens Ziel ist es, ein weißes Europa, ein weißes Deutschland zu schaffen. Und als Werkzeug dient ihm hier die AfD und die verrückte Idee der Remigration. Das, Freunde, ist eine Planung und eine Überlegung, die selbst Hitler und seine NSDAP in den Schatten stellt. Aber Ahrens und seine Freunde sind international und weltweit aktiv. Dem Internet sei Dank. Das ist quasi jetzt sowas wie der Live-Versuch, um mal zu schauen, was wäre eigentlich passiert, hätte Adolf Hitler Telegram gehabt. Und Ahrens ist dabei so perfide, dass er sogar seine eigenen Neonazi-Strukturen wie eine Zwiebel aufbauen will. Mit vielen Schichten. Und nur eine ganz kleine Elite an der Spitze weiß dann wirklich, was Phase ist. Alle anderen werden im Sinne der Bewegung ebenfalls manipuliert und instrumentalisiert. We can kind of add on to that, enrich his life, and now we become the focal point. So this works when you have a routine. Theo's very young, he's open, he's not so sure he wants to follow up with physics, so there's different options on the table, and we're like one of those right now, we're competing with others. So it's too broad of a horizon. I want to keep him busy, keep him occupied, so that he's really giving lots of time and energy into this thing to kind of foreclose all these other options. Mm. So what remains, ideally, after we have kind of separated him from his mentor, his other mentor is also part of, we're also funneling him into the organization. So ideally, again, his options kind of narrow down and he sees this as the way forward by systematically taking away the other options from him. Für Ahrens sind selbst seine Wegbegleiter nur ein Mittel zum Zweck. Und er sieht sich selbst als Führer, den es seit 100 Jahren in Deutschland nicht mehr gegeben hat. Er hängt der Rassenlehre an und spricht davon, dass wir wieder im Sinne von Rassen denken sollen. So als wären wir alle Hunde, Rinder oder, ich keine Ahnung, Insekten. Und vielleicht sind wir das ja auch in den Augen von Neonazis wie Erik Ahrens. Nutztiere oder einfach Ungeziefer. Wenn ihr bis heute einen Grund gebraucht habt, um bekennender Antifaschist zu werden, warum eigentlich? Dann habt ihr ihn jetzt mal gefunden. Habt ihn in Erik Ahrens gefunden. Wenn wir solche Leute, und da muss man die AfD inzwischen mit einschließen, an die Macht lasst, dann wird er vielleicht wirklich zur Realität. Dieser deutsche, weiße Superstaat, er klopft bereits an die Tür. Es gibt eine Chance, dass wir den nächsten Definitiv in der AfD und die Regierung und die Regierung bei 35%. A new German state. Natürlich verlinke ich euch alle relevanten Artikel zum selber Nachlesen in den Kommentaren, weil Hope Not Hate hat noch viel, viel mehr in seinen Dossiers geschrieben und beleuchtet. Es ist ein riesiges, großartiges Stück und ihr werdet eine gute Stunde brauchen zum Lesen, selbst wenn ihr gut im Englischlesen seid. Der Spiegelartikel liegt dagegen leider hinter einer Paywall. Aber in meinen Augen ist er das auch wert, ihn zu lesen. Und ihr könnt Spiegel Plus aktuell für 1 Euro testen. Und ja, hey Leute, das ist kein Sponsoring. Einfach nur ein Tipp, ich habe es auch für nur 1 Euro geholt. Ich bekomme für diese Erwähnung keinen Cent, aber 1 Euro und dann direkt wieder kündigen und sich den Artikel anschauen. Ist okay. Aber natürlich würde ich mich doch über ein Abo hier freuen. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, schaut euch unbedingt jetzt dieses Video über Erik Ahrens an. Weil ich finde, es zeigt wirklich vieles, was wir auch heute nochmal gehört haben. Aber mit einem Fokus eben jetzt hier auf Ahrens als Mensch. Es ist mein eigenes Video, ich weiß, aber ich finde es dennoch, es ist sehenswert. Also, Klickbefehl, wir sehen uns bald wieder, bleibt untot, euer Wolfi.